Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wo sind wir heute? Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort, denn in Kürze eröffnet in Großweigersdorf ein neues Topbody-Gym. Topbody ist eine Fitnesskette, aber ganz eine besondere Kette, meines Erachtens noch, und zwar die gehört meinem Freund, dem Bauer Sascha. Sascha, komm her mal bitte. Sag nur mal kurz Hallo in die Kamera. Hallo in die Kamera. So, Sascha hat mich gebeten, vor der Eröffnung sein Studio zu inspizieren, mir das Ganze im Vorfeld einmal anzuschauen und ihm mein Feedback dazu zu geben. Das heißt, ich habe heute die einmalige Chance, die Konkurrenz direkt auf meinem YouTube-Kanal schlecht zu machen. Also, absolut. Das finde ich richtig großartig. Nein, also jetzt und ganz, letztmalige vielleicht. Ganz im Ernst, eben Ehre, wenn Ehre gebührt, ja. Ich finde es immer super, wenn jemand da mit Leidenschaft dabei ist. Und das Konzept Topbody unterscheidet sich zwar essentiell von meinem, aber ein ganz wichtiger Punkt vereint uns. Und da schwenken wir jetzt kurz einmal zum Logo rüber. Und zwar steht da Topbody 100% Training. Und damit kann ich mich identifizieren. Und jetzt schauen wir mal rein. So, jetzt checken wir gleich mal, ob das da mit diesem QR-Code funktioniert. Ah, sehr schön. Das heißt, magst du das noch kurz erklären, wie haben wir das jetzt gemacht? Ich habe mit meinem Handy den Studioeintritt ermöglicht, das war jetzt quasi der Schlüssel, der QR-Code auf mein Handy. Wie funktioniert das? Wie komme ich jetzt zu so einem QR-Code? Du meldest dich an auf topoli.at und bekommst dann im Zuge der Anmeldung eine E-Mail, wo der QR-Code schon drinnen ist. Mit QR-Code kommst du rein, checkst ein und versperrst auch die Spinde in den Garderoben. Okay, das heißt, ich habe eigentlich den Vorteil, dass ich überhaupt keine Wartezeit mehr habe. Ja. Ich melde mich eigentlich an und kriege dann In der Endausbaustufe, ja. Zurzeit ist es nur so, dass man nicht alle Standorte auf diesem neuen System sind. Zurzeit sind es noch Hollerbrunn und Weikersdorf mit Start am 11.04. und im Laufe des Jahres werden wir alle erweitern. Das heißt, Ende September, schätze ich, sind wir dann überall soweit. Okay, weißt du das? Hat jetzt irgendeine Konkurrenz auch schon dieses System? Mir geht es so ähnlich wie dir im Sport, mir interessiert die Konkurrenz nicht. Okay, ausgezeichnet. Schauen wir uns einmal das neue Studio an. Und ich sehe da schon lauter neue Hammerstrength-Geräte. Sascha, wieso hast du dich für die Marke Hammerstrength in deine Studios entschieden? Naja, wir kommen ja teilweise aus dem gleichen Stall. Das waren einfach die ersten Geräte, mit denen ich Kontakt gehabt habe im Top-Gym damals. Einmal verliebt, lieber Held. Ja. Aber es ist nicht exklusiv Hammerstrength. Also wir versuchen dann schon in allen Standards, genauso wie du, einfach überall die Rosinen rauszupicken und das Beste rauszuholen. Ich bin aber immer noch der Meinung, ich glaube, da teilen wir die Meinung, dass das Grundsortiment, die Grundbasis der Geräte immer noch Hammer unserer Philosophie am nächsten kommt. Also da kannst du mal auf große Fläche gesehen, das meiste richtig machen und am wenigsten falsch und dann holt man sich halt die Rosinen. Das finde ich halt richtig, richtig cool, denn es ist halt nicht üblich, dass halt so eine vollautomatisierte Kette dann ab wann ist mal Kette? Wir sind eine Gummistiefelkette. Aber doch mit mehreren Standorten auf so ein exklusives Premium-Produkt wie Hammer sitzt. Also das gibt es normalerweise nicht sonst. Oder sehr, sehr selten. Zumindest in Österreich. Was zahlt man bei dir als normales Mitglied, sage ich jetzt mal? 29,90. Wir haben eh nur normale Mitglieder. Okay, also das heißt, es gibt einen Einheitstarif um 29,90. Genau. Okay. Und da kann er irgendwelchen Zusatzabo-Geschichten oder so, entweder es ist dabei oder es gibt es nicht. Und es ist ein Jahrestarif, also es gibt auch keine so 2 oder 3 Jahres irgendwelche Fang-Abos oder so. Okay. Also maximal 12 Monate. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit über Tagestickets und 10 Abos.
geht es uns aber auch eher darum, ehrlich zu sein, einfach Leute die Möglichkeit zu geben, es kennenzulernen, das Studio, weil die Beträge werden angerechnet. Das heißt, wenn du einen 10er-Block da kaufst, hast du 2 Monate Zeit, ihn zu konsumieren, und wenn du sie dann anmeldest, wieder komplett angerechnet, man verliert keinen Euro. Warum geht es uns da? Wir wollen schon die Möglichkeit geben, dass man sich das Studio anschaut, unverbindlich, aber wir wollen auch nicht diese Trainingstouristen, die jeden Sommer so die Studios abbiegern. Ja, wir wollen uns schon mit unseren Mitgliedern beschäftigen und nicht da administrativ beschäftigt sein durch irgendwelche Touris. Führ uns einmal durch das Studio. Wie gleich mal auffällt, ist, du hast eine Mischung aus Hämmer mit Steckgewichten und Hämmer plate-loaded. Was ist da der Hintergrund? Da ist der Hintergrund einfach. Erstens gibt es einfach für mich aus meiner Sicht, es gibt ein Klientel, das wird, tut sich schwer mit Plate-Loaded-Geräten. Und es haben auch beide ihre Berechtigung. Also ich bin ein großer Fan von dieser isolateralen Bewegung bei Plate-Loaded-Geräten, die halt viele Steckgewichte nicht zusammenbringen. Und ich glaube, da macht es die Mischung. Und auch mir selber beim Training, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir selber beim Training, ich wechsle gerne ab. Ich habe gerne verschiedene Möglichkeiten und ja, und da kommt es eigentlich her. Dass wir tendenziell immer sehr großen Plate-Loaded-Park haben in alle Studios haben und einen sehr großen Freihandel, aber ich tendenziell, ja, das spiegelt sich halt auch ein bisschen wieder. Dieser Standort Großweikersdorf, wie groß ist der jetzt von Trainingsfläche bzw. der komplette Standort? Ja, das ist witzig, aufgrund des Verbaus oder dieses Protestes, den wir da gebaut haben, haben wir mehr Trainingsfläche, als wir Grundfläche haben. Also wir sind bei über 1000 Quadratmeter Trainingsfläche, bei eigentlich nur 800 Quadratmeter Grundfläche des Gebäudes. Und sagen so über ein knappes Drittel der Halle ist eigentlich nochmal so ein Stock einzogen, wo dann oben sich Kardiogeräte und Bauch, Dehn etc. Geschichten befinden. Genau. Du sagst noch. Ich kann dich da ja jetzt nicht nur gut ausschauen lassen in dem Video. Ich muss ja da ein paar negative Dinge auch aufzeigen, sonst ist ja das Mutzfahrt und sonst interessiert dich das keinen. Nein, meine nächste Frage wäre gewesen, wann du so ein Studio auf so eine Quadratmeter Größe ausstattest. Ja. Auf was legst du da insbesondere Wert? Wie setzt du da individuell die Schwerpunkte? Weil ich sehe jetzt zum Beispiel, okay, das Studio hat 1000 Quadratmeter Trainingsfläche, ja. Das heißt, hier wären wahrscheinlich, was schätzt du für eine Auslastung, wie viele Mitglieder werdet ihr haben? Also, das ist echt eine interessante Frage, so rechnen ist nämlich nicht. Aber wenn man jetzt sagen kann, dass wir in Hollabrunn, das ist unser größter Standort, so zwischen 400 und 500 Check-ins pro Tag haben, dann muss man es irgendwo runterbrechen, würde schon rechnen mit 100, 120 Check-ins pro Tag als Frequenz. Okay. Da sehe ich jetzt für mich, ich gehe da jetzt das erste Mal... Über den Tag verteilt natürlich. Ja, also ich gehe da jetzt das erste Mal durch, voll ausgestattet, ja, und... Nicht voll ausgestattet, wir sind nie am Ende unserer Ausstattung. Okay. Nur was mir jetzt auf Anhieb auffällt, ja, wir reden hier von 120, 150 Trainierenden am Tag, ich sehe hier nur eine Beinpresse. Was soll das? Trainieren die Leute bei dir keine Beine? Hast du nur einen Disco-Pumper da? Oder wie schaut das aus? Ja? Das ist das Erste, was mir gleich mal aufgefallen ist. Ja, nein. Also, Disco-Pumper haben wir auch, keine Frage. Aber die Beingerätsituation ist momentan eher der Lieferei und dieser unsäglichen Corona-Geschichte geschuldet. Da kommen noch Dinge, da hoffe ich auch natürlich auf deinen Beitrag noch heute. Wenn wir schon noch was dazu kaufen müssen, dann sag uns was. Also zum Beispiel, was mir definitiv hier fehlen würde, ja, wäre eine geführte Beugevariante. Das heißt, entweder eine gute Hackenschmidt-Variante oder ein Pendulum-Squat würde mir definitiv fehlen. Beziehungsweise eine alternative Beinpresse zu der Hammerstrength, denn wir haben gesagt, okay, Hammerstrength ist zwar über die Breite sicherlich der beste Hersteller, der die meisten Dinge wirklich sehr, sehr gut löst. Von der Hammerstrength-Beinpresse bin ich aber kein Fan. Da hätte ich zum Beispiel gern noch eine andere Alternative. Hättest du gern? Wenn ich mir das aussuchen konnte, dann war das nicht zahlen müssen, hätte ich das gern, ja. Dann schauen wir mal, wie es mit deinen Wünschen in der Zukunft ausschaut. Okay, na, freut mich auch, wenn ich... Ich bin sehr dankbar für jedes Feedback. Und dann schauen wir, was wir zusammenbringen. Und beim nächsten Besuch vielleicht passieren ja Wunder. Vielleicht ergibt sich da was, ja? Schauen wir mal. Ich sehe da jetzt zahlreiche Rack-Varianten und Kombinationen.
Das finde ich nämlich super, ja, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Studio für 1000 plus Leute, ja, und dann hast du da nur ein oder zwei Kniebeugen stehen da, und nur ein Flachbankerl, ja, wenn da am Montag am Abend 100 Leute Brust trainieren wollen. Ja. Also das finde ich auch sehr, sehr intelligent gelöst. Und was mir da auffällt, die habe ich noch nie gesehen, das sind Olympiastangen von Hemmer. Jupp. Okay, sehr cool. Also die schauen auf jeden Fall sehr edel aus, greifen sie auch richtig, richtig gut. Also auf die bin ich schon wirklich gespannt. Was ich zum Beispiel noch cool finde und einen richtig tollen Mehrwert finde, sind diese Schnellverschlüsse zum Sichern. Das sind halt wesentlich angenehmer wie die Spangerl, ja. Und ich weiß nicht, ich in meinem Studio habe immer wieder Leute, die mit den Spangerl zum Kämpfen haben. Ja. Also das ist. Aber sprich, hast du halt nur Disco-Pumper, die bringen halt den Spangerl zusammen, also irgendwas. Weißt du. Aber vielleicht kannst du mit den Zehen drucken, wenn du gute Beine hast. Ich wollte gerade sagen, bei mir trainieren halt die Leute beide. Ja. Oder mit dem Arsch zuzwischen. Ja, super, ja. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Montagabend-Chest-Day. Für die Disco-Pumper. Nein, Spaß. Diese Bänke haben etwas ganz Besonderes. Und zwar haben die so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie der spezielle Ausdruck dafür. Breaker. Breaker, genau, okay. Also das heißt, das ist eine Hilfe zum Rausheben der Langhantel. Viele Leute, vor allem, wenn man dann Schulterprobleme hat, ja, haben Probleme vor allem bei einem schweren Gewicht, das Gewicht von hinten rauszudrücken, nach vorzuziehen, ja. Und da kann es sehr häufig auch natürlich zu Verletzungen kommen und es birgt ein sehr großes Verletzungspotenzial. Die Bänke haben die Besonderheit, ich suche mir meine Griffbreite, dann ziehe ich mir die Stange vor bis zu meiner Drückposition, hebe sie nur noch raus und es klappt dann nach hinten und ich bin direkt in der Ausgangsposition zum Wegdrücken. Also nochmal. Ist zwar vielleicht anfänglich ein bisschen ungewohnt, wenn man das klassische Bankdrücken gewöhnt ist, ja, aber hat für mich definitiv eine Berechtigung und einen Mehrwert. Und wer es nicht braucht oder nicht in Anspruch nehmen will, muss es ja auch nicht nutzen. So ist es. Und diesen Mechanismus habe ich sowohl am Flachbankerl als auch schräg und negativ. Negativ schräg, genau. Sehr schön, sehr cool. Noch klassisches Eisen. In relativ häufiger Ausführung, also der ist ja riesengroß, der Kurzhantelständer. Wie, bis wohin gängen bei dir die Kurzhantel? In dem Standard bis nur bis 60. Ja, ja. Wir haben Standorte, wo es weit mehr gibt. Allerdings alles in doppelter Ausführung, also von jedem Ball. Ich hasse nichts mehr, als wenn ich irgendwo trainiere. Und weil einer gerade zum Aufwärmen die 14er nimmt, wortschaut es weiter. Also das ist für mich überhaupt unerträglich. Und deshalb zeichnen unsere Topper des Standards immer mit, dadurch aus, dass wir relativ viel Eisen und Kurzhanteln haben. Ich glaube ja, dass wir im Standard Hollabrunn die längste Kurzhantelablage Europas haben. Ich kann es aber nicht beweisen. Okay. Nein, sehr cool. Vor allem, ich glaube, man sieht hier ganz, ganz deutlich, ja, es ist halt nicht nur ein Fake-Logo, das 100% Training draufsteht, sondern es ist wirklich halt auch 100% Training drinnen. Und da muss ich schon sagen, ein großes Kompliment, das freut mich auch. Nämlich das freut so mein Bodybuilding-Herz, ja, weil es halt nicht oder nicht mehr viele Studios gibt, die das so praktizieren, weil du hättest ja deine Standorte mit wahrscheinlich einem Drittel der Investitionen an Geräten ausstatten können, ja, und wahrscheinlich wird es 90% der Trainierenden nicht auffallen. Ja, davon ist auszugehen, nur mein Anspruch war immer, in der Theorie, jetzt passiert es dann in der Praxis, wenn einmal aus irgendeinem Grund ein FBB-Profi-Bodybuilder einen Doppel-Standard frequentiert, aus was für ein Grund auch immer, dann soll er dort trainieren können. Weil ich immer gesagt habe, wenn der FBB-Profi bei uns trainieren kann, dann kann es jeder andere auch. Und das ist der Anspruch und daraus ist es erwachsen. Und wie gesagt, selber aus dem Metier kommend, das war einfach eine logische Konsequenz.
Da habe ich zum Beispiel was Negatives anzumerken. Ja. Gott sei Dank. Und zwar, witzigerweise wieder im Beinsegment. Überraschenderweise. Im Beinsegment. Nein, grundsätzlich finde ich das ein tolles Gerät. Den Hammer Adductor. Nur meiner Meinung nach ist der Gewichtsblock so unterdimensioniert, ja, dass das nahezu jede ambitioniert trainierende Frau locker ausmaxen kann. Ja, ja, überhaupt bei uns in der Gegend haben wir recht massive. Aber also da finde ich zum Beispiel den Plate-Loaded Adductor von Hammer eine wesentlich bessere Variante. Ich verstehe aber auch den Ansatz, auf den umzuschwenken, weil halt Adductor leider so ein Stereotyp, dass das eine Frauenübung ist, ja, und nein, ich will ja nicht schwer trainieren, genau, und so weiter. Da bin ich zwar nicht aus dem Stereotyp, sondern ich sage, das ist ein Drittel vom Bein. Also ja. Das ist für mich als Mann oder als Bodybuilder ein wesentlicher Punkt. Aber das ist dann auch irgendwo ein Platzproblem, ja, weil du dann entscheiden musst, irgendwann Fläche ist irgendwann Ende und der Plate Loaded braucht grundsätzlich immer mehr Platz als Steckwicht. Richtig. Da geht es eher in die Richtung. Hätte ich unendlich viel Platz, wären sowieso beide da drinnen. Ja. Ja, schauen wir mal, was noch alles kommt, aber siehst wie du. Sehr schön. Da sieht man wieder, wo die Prioritäten liegen. Ja. Wir haben hier, ja, nur mal da so ein Schwenk. Ja. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Tricks. 6 verschiedene Chest-Pressen. Plate-loaded, okay? Plus die Deckwicht. Plate-loaded, okay. Erklär dem Laien jetzt einmal so ein bisschen den Unterschied zwischen den Chest-Pressen. Also dem Laien. Also es sieht da, wir haben hier eine liegende, wir haben hier eine mit engem Griff, engem Parallelgriff, ja, wir haben hier eine Decline, also einen Negativ, ja, wir haben hier eine flach. Richtig, sitzen flach. Wir haben hier eine Wide Decline, also eine negative mit breitem Griff, ja, und hier eine Incline. Richtig. Alles, was man braucht. Super. Ja. Also es sind eigentlich alle, das gibt, gell? Nein, es gibt da super Incline. Die haben am Standard Horn stehen. Die taugen aber gar nicht. Aber also wenn, das ist wieder so ein Gerät. Ja. Entweder du liebst es oder hast, ja, das, die Mehrheit hast du aber. Ja. Also ja, ist so. Man sieht ja immer noch, es ist sehr weit auseinandergestellt. Das heißt, es ist immer schon die Basisausstattung, so wie wir starten. Und jetzt geht es eben darum, ein bisschen bei den Mitgliedern reinzuhören, ein bisschen bei diesen frechen Bodybuilder-Profis. So viel haben wir gerade zur Zeit in Österreich nicht, oder? Wie viel kennst du? Ja, Profi-Bodybuilder bin ich aktuell der Einzige. Ja. Wir haben ein paar Classic-Physik und Bikini und Mens-Physik. Aber jetzt Bodybuilder bin ich jetzt der Einzige. Siehst du, dann, was dieser Einzige zurzeit so von sich gibt. Also wir haben da genug Platz, um zu reagieren. Und wie gesagt, wir sind da markenmäßig offen. Ich will nur das beste Gerät haben für den. Man muss aber wirklich sagen, es ist interessanterweise schon standortenabhängig. Also es gibt einfach Tendenzen in manchen Standorten, das ist sehr brustlastig, ja, beinlastig, ist interessanterweise. Vor allem, so, ich muss ja sagen, es ist ja auch intelligent als Geschäftsmann, ja, das können wir ja ganz offen und ehrlich sagen. Ja, wenn du, vor allem unter uns, sonst keiner, ja. Ja, ja. Nein, aber wenn du das perfekte Studio dort hinklatscht, ja, dann sind dir die Leute am Anfang einmal dankbar und das, ja, wird dann selbstverständlich, ja, das, ja, diese Ausstattung. Ja. Aber wenn du halt laufend schaust, einhörst, investierst, ja, neue Sachen kaufst, ja. Ich mag es halt lieber so, dass ich alle Jahre vielleicht ein, zwei neue Schwankerl dazu kaufe, dann haben die Leute immer was, wo sie sich drauf freuen können, ja, als du investierst einmal groß, ja, dann freuen sie sich zwar einmal, aber es ist sogar so, wenn du 5 Geräte auf, genau, einen Tag hinstößt, dann wirkt es 2-3 Monate lang. Ja. Wenn du eines hinstößt, auch 2-3 Monate lang, das heißt, wenn ich es auf 5 verteuere, habe, ja, ich 15 Monate haben die leider frei und so ist auch unsere Strategie. Also da seht ihr mal, wie wir euch psychologisch austricksen. Ne? Okay, jetzt sind wir quasi in der Galerie heroben. Das heißt, man kann beim Cardio machen, die Leute beim Training begutachten. Oder wir haben da Cardio-Geräte, ich glaube, ausschließlich von der Firma Matrix. Ausschließlich von Matrix? Ja, bis auf Spinning Bikes zum Beispiel. Bis auf die Spinning Bikes. Warum hast du dich im Cardio-Sektor für die Firma Matrix entschieden? Das ist auch ganz einfach erklärt.
wegen dem Fernsehen. Und zwar haben die Matrix-Geräte damals schon einen Triple-Tuner, also wie angefangen bin da drinnen. Das war vor ein paar Jahren der einzige Hersteller und so sind wir eigentlich draufgekommen. Mittlerweile zur Ehrenrettung von Live haben die das auch. Ja. Ich weiß, du bist ein totaler Fan von dieser Multifunktionskonsole, die wir haben. Also mit Netflix und Internet und allem. Grundsätzlich. Du wirst da sicher was loswerden. Nein, schau, grundsätzlich verstehe ich deinen Ansatz. Nein, ich versuche da immer empathisch mich in mein Gegenüber hinein zu versetzen, ja, warum der so denkt, handelt und spricht. Ja. Aber ich verstehe es, dass du sagst, okay, oder ich finde es cool, dass du sagst, aber das jetzt vielleicht nicht viele Leute nutzen und in Anspruch nehmen, aber das ist unser Standard und unter diesen Standard gehe ich nicht runter. Auch wenn es Leute nicht nutzen, aber sie sollen immer die Möglichkeit haben, es in jedem Standort nutzen zu können. Und das verstehe ich sehr wohl, weil ich habe auch irgendwo immer meine Mindeststandards, wo ich sage, okay, da gehe ich nicht drunter. Und sowas finde ich cool, wenn man solche Richtlinien hat, dass man sagt, okay, in meinen Studios ist das Mindestmaß an Ausstattung und das kriegt jedes Mitglied, egal in welchem Standort. Ja, und ich gehe sogar so weit und sage, Ausdauer, interessanterweise, das Ausdauertraining hat bei uns wirklich nicht die große Priorität. Das sieht man, glaube ich, auch im Verhältnis von Anzahl von Kraftgeräten zu Kardiogeräten. Allerdings denke ich mir dann wieder, aber das bisschen, was wir haben, upper class, also die beste Konsole mit den Internetgeschichten und dergleichen. Aber Qualität über Quantität. Genau. Hast du die Kunden? Du kriegst ein neues Gerät, yeah, und dann musst du natürlich die anderen um einen Meter verschieben. Yeah. Da gibt es Leute, die sind so fokussiert scheinbar aufs Training, yeah, wahrscheinlich Beintraining oder Brust, dass das eine beschwerde E-Mail werden kann, weil jetzt ein Gerät 2 Meter weiter links steht. Ja, also es gibt alles, also wie ich gerade gesagt habe, es gibt Leute, die in ein Jahr bei mir trainieren und einer kommt und sagt, das ist neu. Sag ich, nein, das steht schon 9 Jahre da, genau da. Ja. Natürlich, man muss also sagen, nicht für jeden hat das Training die Priorität und den Stellenwert, den es für uns hat. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und ist auch überhaupt nicht wertend. Ja. Denn ja, jeder, der was für seine Gesundheit macht in der heutigen Zeit, ja, Chapeau, bravo, ja, weil es muss sowieso ein Umdenken stattfinden, ja, weil ich bin der Meinung, wir müssen halt viel mehr zu einer präventiven Gesundheitspolitik hin, ja, anstatt im Nachhinein immer versuchen, Probleme zu lösen. Ja. In Amerika geht jeder 80-Jährige ins Fitnessstudio, weil er sagt, okay, ich kann es mir nicht leisten, krank zu sein und ins Krankenhaus zu müssen. Ja. Und du musst ja sagen, der 80-Jährige, der in den USA ins Studio geht, geht schon seit 50 Jahren hin. Richtig, genau. Das ist ein wesentlicher Punkt. Genau. Bei uns geht die Tendenz dahin, dass jetzt die 60-, 70-Jährigen bei uns anfangen zu trainieren. Ja, aber ob du das, die Probleme beheben kannst jetzt im letzten Drittel deines Daseins, was du in den ersten 2 Drittel aufbaust, ist eine andere Frage. Ich bin bei dir präventiv ja wichtig, aber man darf nicht vergessen, man muss auch Leinwand ausschauen. Ja, natürlich. Also grundsätzlich für uns als Unternehmer ist es ja egal, welche Motive die Leute haben, um ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, hauptsächlich sie haben irgendwelche Motive. So, vielleicht ist es nur der fesche Besitzer oder der Trainer. Ja, gut, da haben wir gewisse Vorteile über anderen Studios, aber ja, die anderen schaffen es auch irgendwie. Ja, vielleicht über die Sympathie, aber. Gut. Ja, nein, also das geht auch. Mir ist da etwas bei diesem T-Bar-Rudergerät von Hemer nicht ganz klar. Und zwar, klar ist, dass die Aufnahme der Gewichtsscheiben vorne ist, ja, weil da habe ich ja noch die größte Last. Ja. Also da wirkt sich ja der Lastarm aus auf die Übung. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, vielleicht kann mir jemand von euch erklären, wofür diese beiden Scheibenaufnahmen sind. Wir haben beide gerätselt und wir wissen es nicht. Vielleicht kann es einer von euch in die Kommentare schreiben, für was das gehört. Vielleicht arbeitet wer bei der Firma Hemer Street. Wir haben uns jetzt das neue Studio in Groß-Weikersdorf angeschaut. Was mich nochmal interessiert, Sascha, wie geht es dir eigentlich mit dieser Vollautomatisierung? Ich kann mir das noch schwer vorstellen, weil ich halt noch rund um die Uhr im Studio stehe. Ich weiß genau, deine Anfänge waren genauso wie bei mir.
wie funktioniert das für die mit dieser Vollautomatisierung? Beziehungsweise wie funktioniert das auch für die Kunden mit den Kunden? Naja, wir haben mittlerweile nach so vielen Jahren der Vollautomatisierung einfach den Vorteil, dass es ist erstens sozusagen herumgesprochen, also es gibt nicht so Berührungsängste und jeder, der es jetzt schafft, sich anzumelden online, und das schafft schon ziemlich jeder, also jeder, die meisten, sondern auf jeden Fall mehr online als ich, der hat die Haupthürde schon genommen. Ich bin einfach kein Fan davon, vielleicht dazu Erklärung, warum Automatisierung bei Topod in diesem Grad. Ich bin kein Fan von diesen Studios, ich bin ein Fan von guter Betreuung. So ist es, was du machst in deinem Laden, wo du selber der Betreuer bist. Aber ich bin kein Fan von diesen Studios, die irgendwelche Mitgliedsbeiträge einziehen und dann immer Rechtfertigungsgrund die tolle Betreuung ist. Mhm. Dann komme ich einen dieser Kineten von irgendwelchen Ketten, die ich jetzt namentlich nicht nenne, aber man ist besonders schlau, glaube ich, wenn man da trainiert. Können wir über das Piep drüber legen? Können wir machen. Aber wir fallen noch ein paar. Ja. Der Piep zu. Wenn dann irgendwelche Trainer da irgendwo lernen, zu dritt, 30 Leute auf der Trainingsfläche, dann frage ich mich immer, wer ist betreut von denen? Ja. Oft ist dann so, zwei, drei Friend Homes, die ja, sind überbetreut, ja, ja. Dort halten sie sich auf und ja. Wieder 25 Leute unbetreut. Ja. Und das verstehe ich nicht. Jetzt ja. Sind wir diesen Personal Training weggegangen und haben gesagt, wenn ein Kunde Betreuung haben will, mhm. Dann sucht er sich einen für die Personal Trainer, mit dem wir jetzt kooperieren. Und der bucht den und der ist wegen ihm hier. Okay. 1:1 Betreuer. Automatisiert ist eigentlich nur der Zugang, und da muss ich ehrlich sagen, wir brauchen kein Papier, nicht? Das schafft ja. Die Technologie. Deswegen, es klingt im ersten Moment sehr spannend, diese Vollautomatisierung im Betrieb. Du hast selber trainiert schon in Polen, ja. In Hollerbrunn, merkst das nicht. Das ist kein Unterschied zu jedem anderen Studio. Sehr schön. Wann ist jetzt offizielle Eröffnung dieses Standortes? 11.04., also am Montag, dem 11.04. Okay, sehr schön. Und wie ist es da mit dem Vorverkauf gegangen? Gut, wir haben eine Vorverkaufsaktion gemacht über einen Monat jetzt und sind sehr überrascht. Also der sehr positiv überrascht, der Zuzug ist enorm. Unglaublicherweise auf Dulner Niveau. Und Dulln ist ja schon eine ganz andere Einwohnerzahl, als wir da in Großweikersdorf haben. Schauen wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, es waren noch nicht alle. Sehr schön. Also auch von meiner Seite nochmal. Alles Gute für die Eröffnung am 11.04. Danke. Herzliche Gratulation für das tolle Gym, das du da hergestellt hast. Ja. Begonnen hast herzustellen, das ist ja noch nicht. Begonnen hast herzustellen. Vielleicht gemeinsam versuchen es zu. Vielleicht wirst du meine Feedbacks aufnehmen. Nennen wir es Feedbacks? In deine Erweiterung. Man sieht ja nur die nicht so argen Sachen dann jetzt. Oder? Ja. Also das kann man das Feedback nennen. Also, was du so richtig klar gemacht hast, dann das werden wir nicht fertig haben, oder? Also was ihr nicht gesehen habt, ist, zu Beginn hat der Sascha ja gesagt, du Arsch. So fange ich normalerweise so an. Wenn du mir gesagt hättest, dass ich auch in dem Video sehen soll, dann hätte ich mir wenigstens die Haare gemacht. Nein, er hat mir es nicht gesagt, ich schaue aus wie der letzte, eh schon wissen, aber ja. Aber es sind deine Follower, ich habe wir haben es ja situationselastisch ganz gut gelöst. Situationselastisch. Unvorbereitet, wie wir das immer machen. Oder ich immer bin. Aber so funktioniert es meiner Meinung nach am besten. So ist es am authentischsten. Ja, ich glaube, oder ich hoffe, euch hat dieser Studio-Rundgang gefallen. Für alle, die irgendwann mal in der Nähe sind oder die Top-Body-Studios mal anschauen möchten, wirklich eine Empfehlung von mir auch, ja, weil das ist eines der wenigen Studios, wo man noch richtig trainieren kann und wo richtiges Training nicht nur geduldet, sondern auch erwünscht ist. Und das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz für dieses Video. Danke, Sascha. Alles Gute. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.